So, das letzte Video unseres Drittliga-Rankings steht an. Erst kommen die besten Hallen der dritten Liga und dann die besten Coaches, gewählt von den Coaches. Ich finde vor allem die Hallen, finde ich ziemlich geil zu diskutieren. Bei den Coaches ist es natürlich immer schwer, weil die eigenen Spieler wahrscheinlich immer besser wissen, ob der Coach wirklich gut ist. Aber ich bin trotzdem gespannt auf das Ranking. Wir fangen an mit den Hallen auf Platz 5. Also, ich muss mich mal offiziell hier beschweren, dass es in dieser Scheißhalle keinen einzigen Basketballkorb gibt. Weil was machen wir denn zum Aufwärmen, außer die ganze Zeit sinnlos in Basketballkörben zu werfen? Wie kann man denn eine Halle konstruieren ohne Basketballkörbe? Des TSV Friedberg. Ich kann mich noch daran erinnern, es gibt keine Basketballkörbe in der ganzen Halle. Das finde ich ein fettes Minus. Aber Spaß beiseite, die Halle ist, finde ich, ultra gut. Wirklich hoch, mit ausfahrbarer Tribüne. Deswegen finde ich einen verdienten, soliden fünften Platz. Fällt auch keine Halle ein, die jetzt unbedingt da dran vorbei müsste. Fans waren eher wenig da, aber das ist in der dritten Liga auch oft so. Wie du schon gesagt hast, hohe Halle finde ich sehr gut. Ist auch nicht zu hoch und auch nicht zu leer an der Halle, was finde ich nicht gut ist, wenn sie zu leer ist. Also es sind noch ein paar Querstreben und so weiter. Was finde ich ganz gut ist, um ein bisschen Orientierung zu haben. Das finde ich positiv. Tribüne ist gut. Fans waren ein paar da. Stimmung war nicht schlecht. Und es hat, finde ich, aber schon Spaß gemacht, da alles drumherum in Friedberg zu spielen. Also das war insgesamt, war es, würde ich auch sagen, auf jeden Fall sagen, verdiente Top 5, ja. Viel mehr gibt es, glaube ich, da nicht drüber zu sagen. Bei den anderen, vor allem bei den Top 2, wird sich das ändern. Ich glaube, da könnt ihr schon erraten, wer die Top 2 sein werden. Platz Nummer 4. Die Halle in Jena, abgesehen von der Fahrt, stimme ich da auch zu, ist, finde ich, eine coole Halle. Sie haben sich auch echt Mühe gegeben mit der Stimmung, DJ und so weiter, das Einlaufen. Da mussten sie noch ein bisschen dran üben. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns haben sie so ein paar Scheinwerfer hingestellt, aber das hat nicht so gewirkt, wie es wirken sollte, glaube ich. Aber die Stimmung allgemein war trotzdem echt cool. Also es waren an der Seite viele Zuschauer gesessen, auch wenn die jetzt keine Tribüne haben. Die Halle an sich finde ich auch relativ hoch. Was mich ein bisschen gestört hat, waren halt diese Querstreben, die doch ein bisschen dann reinragen in die Halle und auch die Netze zwischen diesen Querstreben. Aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Deswegen finde ich die Halle okay auf einem vierten Platz. Das drumherum hat mir auch gut gefallen. DJ, Kommentator, wie auch immer. Das hat, finde ich, gepasst. Sie haben auch von Jena aus, vom Verein aus, haben sie versucht, gut Stimmung zu machen. Es waren auch einige Leute da, aber das fand ich eher ein bisschen enttäuschend dafür, wie viele Leute da waren. War es von den Leuten her relativ leise. Und das war auch letztes Jahr schon so. Da waren noch weniger vom Verein Jena, wurden da weniger Sachen gemacht, also war weniger Stadions- oder Hallensprecher. Und da war es dann noch leiser. Also da waren wirklich viele Leute da, aber es war einfach teilweise Totenstille in der Halle. Und das, finde ich, ist so ein kleiner Minuspunkt gewesen. Aber da kann man im Verein kann man keinen Vorwurf machen, weil die haben da wirklich versucht, Stimmung zu machen und haben auch Musik, Einspieler, was sogar teilweise ein bisschen zu laut war, die Musik. Die Lautsprecherboxen teilweise direkt neben den Auswechselbanken waren und da war dann in der Auszeit hat man teilweise nichts gehört, was gesagt wurde, weil einfach die Lautsprecherboxen zu laut waren da. Kommen wir zu den Top 3, zum Treppchen. MTV München auf Platz Nummer 3, der Dome. Es ist eine einzigartige Halle. Ich glaube, also ich habe noch nie sowas in die Richtung gesehen. Akustisch, wenn man mal klatscht da drin, bevor Leute da sind, ultra laut. Ich finde auch, Fans waren auch viele da. Gut, es ist halt, war halt auch Derby, also bei uns war es halt Münchner Derby. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist diese fette Glaswand, wo du, wenn du Pech hast, die Sonne ein bisschen reinscheint. Auf der einen Seite dahinter. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten finde ich eine echt geile Halle, die halt auch einfach wegen der Einzigartigkeit auf der Nummer 3 ist. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass die auf Platz 3 ist, weil es einfach eine Riesenhalle ist, also extrem hoch, kann den Ball fast nicht an die Decke bekommen, wenn man es probiert. Also ich
glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Und ich finde es auch sehr interessant, dass obenrum quasi Galerie ist, wo Leute auf dem Rad sitzen und Fitness machen und zeitgleich das Volleyballspiel anschauen können. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr cool gemacht. Allerdings finde ich spielerisch, finde ich es nicht schön, in der Halle zu spielen, weil für mich ist sie zu hoch, weil man da wenig Orientierung hat bei hohen Bällen. Ich mag es lieber, wenn die Halle ein bisschen niedriger ist, schon hoch genug, damit man gescheit abwehren kann, aber so eine ganz hohe Halle, finde ich, macht nicht so viel Spaß drin zu spielen, weil es einfach von der Orientierung schwieriger ist. Auf der einen Seite sind es genau, oder an der Galerie sind Leuchten angebracht, wo bei Aufschlägen, vor allem bei Sprungaufschlägen, aus dem Licht der Ball rauskommt und das ist einfach, da finde ich dann sehr schwierig, das zu sehen, den Ball einzuschätzen. Das sind so zwei Punkte, die ich da bemängeln würde, aber abgesehen davon ist eine Top-Halle. Genau, stimme ich aus. Das wollte ich auch gerade noch sagen mit den Lichtern und einfach wegen der Einzigartigkeit auf Platz 3 auch zu Recht. Aber ich glaube, da stimmst du mir zu. Da haben auch alle Coaches zugestimmt und da werden auch alle Zuschauer zustimmen. Platz 2 und Platz 1 an die Hallen. Kommen sie einfach nicht ran. Auf Platz Nummer 2, wer schon mal da war, Hexenkessel hoch 1 Milliarde. Marktredwitz, die Halle. Früher war es noch besser, mittlerweile wegen Brandschutzverordnung sind begrenzte Zuschauerzahlen nur noch erlaubt, aber die Lautstärke dort in der Halle, die Stimmung, die sie machen, die Fans, jedes Mal ausverkauft, dass sie Leute heimschicken müssen, einfach absolut genial. Wenn es halt nicht so ein Schuhkarton wäre, würde ich auch sagen auf Platz 1. Aber die Halle ist halt niedrig, klein, man hat kaum genug Platz, um für einen Springer anzulaufen, aber einfach diese Stimmung ist einfach genial. Also richtig geil, da alle Fans sind komplett mit dabei, da ist kaum jemand, der halt nicht mitklatscht. Die hauen gegen diese Werbebanner, das ultra laut ist. Ja, geile Halle. Da stimme ich zu. Also stimmungstechnisch ist da immer richtig was los. Macht auch wirklich Spaß, da zu spielen. Der einzige negative Punkt, finde ich, ist, dass der Boden extrem hart ist in der Halle. Finde ich negativ, weil es einfach schmerzhafter ist, sich hinzuschmeißen und auch, finde ich, es ganz anders ist, auch für die Angreifer abzuspringen. Und das finde ich ist ein Negativpunkt, aber abgesehen davon ist einfach die Halle ist top. Abgesehen von der Anfahrt, die ist natürlich auch nicht das Ja, angenehmste. das stimmt. Kommen wir zum Platz 1. Ich glaube, da sind sich auch fast alle einig. Redwitz ist geil, aber Oelsnitz ist in vielen Aspekten dann doch noch einen Schritt mehr. Das Einzige, wo ich sagen muss, dass Marktredwitz besser ist, ist, dass alle mit dabei sind, alle Fans, weil in Oelsnitz hast du teilweise also die Fangruppe, die Ultras, die dastehen, die sind natürlich immer mit dabei. Und alle anderen, die dann sitzen, bei denen dauert es ein bisschen, bis die warm werden. Und dann, wenn das Spiel eng ist, dann natürlich geben sie auch Gas. Aber das ist das Einzige, wo man sagen muss, dass Marktredwitz den Vorsprung hat, weil da ist einfach jeder komplett mit dabei. Also Stimmung ist in Oelsnitz ist top. Einfach wegen der Spelkenfront. Die machen da einfach immer Stimmung. Ist jedes Mal so. Ich kann man nicht viel sagen. Die sind auch nicht nur bei den Heimspielen sind sie immer da, sondern auch bei uns, bei ihrer Auswärtsfahrt. Würde ich sagen, 2,5 Stunden schon eine Autofahrt. Und da ist von der Spelkenfront sind da einfach trotzdem 30, 40, 50 Leute sind da gekommen und sind da mit Bengalos zu uns in die Halle reinmarschiert und haben Stimmung gemacht. Und das ist einfach schon etwas, was man im Volleyball sonst nicht in der dritten Liga gewohnt ist. Und das ist schon immer ein Erlebnis, da in Oelsnitz zu spielen. Die Halle an sich ist auch gut. Ist nichts Besonderes, aber ist eine ordentliche Halle. Bis auf die 10 Minuten Pause zwischen zweiten und dritten Satz, die ich immer nicht mag, ist eigentlich sonst der Spielablauf und alles war perfekt in Oelsnitz. Und das Ergebnis war auch scheiße, aber abgesehen davon macht es einfach da immer Spaß zu spielen. Ich finde auch die Moderatorenkabine da oben, finde ich ganz cool.
Das ist ja aus seinem Kämmerchen Ja. raus. Zweistöckige Tribüne mit unten noch ausfahrbar. Und sie ist definitiv halt größer und höher als Margretwitz, was halt auch noch einen großen Unterschied macht. Aus Spielersicht. Aus Fansicht natürlich nicht, weil du halt, es ist halt definitiv lauter in Margretwitz, weil es halt kleiner ist. Aber aus Spielersicht ist es halt schon nochmal ein Unterschied, dass du auch nach oben mehr Platz hast und vor allem auch zur Seite. Weil Margretwitz, wenn der Ball zur Seite weggeht, dann ist er halt in den Zuschauern. Bei Oelsnitz kannst du nochmal auch den Bällen hinterherlaufen und da was machen. Deswegen finde ich auch verdient auf Platz 1. Kommen wir noch kurz zu den Runner-ups. Platz Nummer 6, Regensburg, dann Mühldorf, dann Eibelstadt, dann Amberg und dann Dachau. Würde ich dagegen sprechen, weil Regensburg fand ich scheiße, ehrlich gesagt. Weil die eine Seite, wenn du da spielst, scheint dir voll die Sonne ins Gesicht. Also da ist eine riesige Glasfront. Vielleicht hat die Sonne nicht geschienen bei denen, die dafür gewotet haben, aber bei uns war das eine Katastrophe. Du konntest einfach quasi nicht annehmen. Und Dachau, ja, eine Erstligahalle, die die niedrigste Halle der Liga ist. Weiß ich nicht, wer das mit ins Ranking mit reingenommen hat. Und ich muss auch noch sagen, Schweig, dass die nicht mit dabei sind, dass keiner dafür gestimmt hat. Ich finde, Schweig ist auch eine echt gute Halle mit auch guter Stimmung, obwohl, also zumindest bei unseren Spielen, nicht allzu viele Leute da waren, aber die, die da waren, haben halt gut Stimmung gemacht. Das einzige Minus, ich weiß nicht, wie lang es war bei uns, wir mussten halt über den Parkplatz gehen und dann im Schwimmbad duschen, weil halt die Umkleiden gerade saniert wurden oder die Duschen und Umkleiden. Ja, das spielt vielleicht auch noch mit da damit rein, aber ich finde es trotzdem, als wenn man nur die Halle anschaut, finde ich Schweig auch nicht Top 5, aber zumindest bei den Run-Ups mit dabei. Sehe ich auch so. Es ist eine solide Halle. Höhe ist nicht, also nicht so extrem hoch, aber es reicht. Und es sind immer nicht viele, aber einige Leute da und die machen auch immer Stimmung. Also sind immer fast die gleichen Leute da und es gibt definitiv Hallen, wo weniger Leute da sind. Und auch bei Regensburg stimme ich dir auch zu, dass da die Sonne da auf der einen Seite einfach extrem schwierig war. Ja. Aber dafür war die Stimmung, finde ich, in Regensburg nicht schlecht. Was auch damit zu tun hatte, dass wir jetzt es auch nicht so weit nach Regensburg haben und auch ein paar Leute kennen, die in Regensburg mal gespielt haben oder da spielen und da so ein bisschen viele Leute von uns auch mitgefahren sind nach Regensburg. Guter Schluss. Fangen wir oder machen wir weiter mit den Trainern? Ich weiß nicht, wie viel es da wirklich zu diskutieren gibt. Wie gesagt, es ist schwer, als Außenstehender wirklich den Trainer zu beurteilen, aber ich fand es trotzdem ein geiles Ranking, mal die anderen Trainer zu beurteilen lassen. Wen seht ihr doch da weit oben? Und Spoiler, es stimmt nicht mit der Tabelle überein. Fangen wir an, Nummer 5. Da darfst du gleich anfangen, weil du als Interner das gut beurteilen kannst. Michael Mike Radatz vom SV Schweig. Das ist ein sehr guter Trainer, hat fachlich das Wissen, hat selber auch hoch gespielt, auch in der ersten Liga gespielt, hat viele Jahre lang professionell gebleached. Fachlich hat er alles, was ein guter Trainer braucht und hat uns das auch immer gut mitgegeben. Da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Und auch menschlich ist er wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Also ist sehr nah an den Spielern, ist der kumpelhafte Typ und ist nicht, weiß nicht, ein unnahbarer Trainer. Er ist quasi in der Gemeinschaft der Mannschaft mit drinnen. Das ist, finde ich, sehr wichtig als Trainer. Also es finde ich, wirkte von außen auch so, es gibt ja immer wieder Trainer, die dann auch während dem Spiel dann mal ausrasten. Ne? Aber ich kann mich noch an ein paar Nasenblutmomente erinnern, wo er dann auch wahrscheinlich am lautesten gelacht hat, zumindest wenn man sich das Video anschaut. Er bringt da auch bei solchen Situationen bringt auch den nötigen Humor mit und nimmt solche peinlichen Aktionen nicht zu ernst. Und das ist auch wichtig, weil wir machen es auch zur Freizeit und das ist dann schon wichtig, dass man da auch nicht das zu ernst nimmt. Und vor allem gab es bei euch auch genug Nasenblutmomente. Und wenn er das da zu ernst nimmt, dann Ja. das funktioniert nicht. Gut, machen wir weiter mit der 4. Philipp Fischer aus Eibelstadt, Spielertrainer, finde ich, hat es auch richtig gut gemacht. Auch zugespielt gegen uns, hat da sich ein bisschen abgewechselt. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber da hat er quasi einen Co-Trainer, der ihn so ein bisschen unterstützt hat. Aber ich glaube, die Ergebnisse auch der letzten Jahre sprechen einfach für Eibelstadt und für Philipp Fischer als einen guten Trainer. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Spielertrainer, auch als Zuspieler vor allem, ist nicht einfach. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ist ein guter Spieler und auch glaube ich, dass es sehr schwierig ist, einen Hut zu bekommen, Spielertrainer zu machen. Die Ergebnisse von Eibelstadt sprechen für sich, bestimmt gut gemacht hat. Kommen wir zur Nummer 3. Wahrscheinlich die erste große Überraschung in dem Ranking. Und zwar Meistertrainer Jürgen Wölz aus Mühldorf. So hat man nur ein bisschen am Rande was mitbekommen, weil man jetzt auch nicht so viel Kontakt zu den gegnerischen Trainern immer hat. Aber das, was man mitbekommen hat, war, dass er sehr sympathisch war. Wir hatten auch das Faschingsspiel, also wo alle verkleidet waren, er auch. Und da war einfach, die Stimmung war da ausgelassen und er war freundlich unterwegs, hat sich mit uns
kurz unterhalten und war einfach sehr sympathisch. Fachlich wird er wahrscheinlich einiges drauf haben, weil sie auch Meister geworden sind. Wie schon bei Eibestadt spricht da das Resultat am Ende der Saison für ihn. Und ich habe auch von einem Mitspieler von mir, habe ich auch nur Gutes über ihn erfahren. Der spielt in der Jugend, spielt er bei Mühldorf. Und da habe ich nur Gutes über ihn gehört. Kann ich nur zustimmen. Ich finde vor allem die Leistung, dass du das an Mühldorf als Absteiger, Trainer ist gegangen, der macht das ist mehr oder weniger ja eigentlich Notlösung, weil sie halt niemand anderen gefunden hat. Der hat schon gesagt, ja gut, dann mach ich's halt. Dann gleich den Wiederaufstieg zu schaffen. Also dass er dann nur auf Platz 3 ist, dass er auch auf Platz 2 oder Platz 1 durchaus da hätte sein können. Machen wir weiter. Nummer 2, Silbermedaille geht nach Friedberg. An Matthias Gärtner. Sympathischer Trainer, hat auch früher höher gespielt. Seine beiden Söhne spielen einmal dritte Liga, einmal erste Liga in Dachau. Also dritte Liga in Friedberg, erste Liga in Dachau. Und ja, ich finde auch, dass Friedberg spielerisch, also als Team, was die als auch taktisch auf dem Feld gemacht haben, finde ich, sind die auch ein Team, das man eigentlich schlechter einschätzt, als sie dann tatsächlich sind. Und ich finde, das ist auch immer viel auf den Trainer zuzuführen, weil er halt die Mannschaft dann wirklich zu einer Mannschaft und zu Volleyballspielern macht. Klar haben die auch gute Einzelspieler, aber ich persönlich habe sie immer eher schlechter erwartet, als sie dann tatsächlich waren. Und auch im Vergleich von dem Trainingsspiel, das wir bei einem Turnier am Anfang der Saison gegen sie hatten, zu dann unserem Rückspiel, war das ein Riesensprung, was die Mannschaft gemacht hat. Und deswegen, wie gesagt, Jürgen Wölfs würde ich weiter oben schätzen, deswegen quasi alle Trainer eins runter, aber ich finde Matthias Gärtner da oben verdient. Sehe ich auch so, dass Friedberg eigentlich eine Mannschaft ist, die man so eher nicht so stark einschätzt, wie sie tatsächlich dann sind. Das hängt maßgeblich, finde ich, mit ihrer Taktik zusammen. Und das macht, finde ich, der Trainer, ich gehe davon aus, dass es vom Trainer ausgeht, die Taktik, aber macht er dann extrem gut und hat einen sehr großen Anteil dann an der guten Platzierung von Friedberg. Platz Nummer 1, der beste Trainer der Saison 2023-2024 der dritten Liga Ost, Thorsten Schulz vom ASV Dachau. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn ein Trainer nicht extrem verkrampft und extrem an der Seitenlinie steht, dass er alles so ernst nimmt. Und er ist, so wie ich es mitbekommen habe, ein Trainer, der zwar ehrgeizig ist und auch seinen Spielern wirklich was beibringen möchte und sie gut voranbringen möchte, aber halt auch den nötigen Spaß am Volleyball nicht verliert und immer mal wieder am Feldrand auch für einen Witz zu haben ist und auch einfach mal lachen kann am Feldrand. Das finde ich schon sehr wichtig, auch bei einem Trainer. Ansonsten habe ich nur Positives von unserem Trainer über ihn gehört, dass er fachlich einer der besten Trainer sein soll, die er kennt, so wie ich es mitbekommen habe, und dass der wirklich ein Top-Trainer ist. Also für mich ein vollkommen verdienter erster Platz. Ich finde, du hast es vorher schon noch beim Mike gesagt, dass er halt, du findest, dass er ein nahbarer Trainer ist und vor allem im Team eng. Ich glaube, das ist auch beim Schulle so, dass der vorm Spiel gegen uns waren die alle gemeinsam noch Weißwurst frühstücken und der ist halt, die Dachauer Jungs, die spielen alle, weil sie Bock drauf haben und weil sie noch Spaß haben wollen und trotzdem so gute Leistung zu bringen, bis sie dann am Ende die Spiele verloren haben, waren die ja auf Augenhöhe mit Mühldorf und waren quasi auf Meisterschaftskurs und so eine Leistung dann zu bringen, ist auch nicht einfach als Trainer, wenn du quasi nur so eine Truppe hast, die eigentlich einfach aus Gaudi spielt und halt abends auch mal ein Trinken geht. Und deswegen finde ich da auch, weil er einfach ein echt guter Trainer ist, das trotzdem locker nimmt und halt gut mit der Mannschaft klarkommt, finde ich ihn auch da zu Recht auf Platz 1. Natürlich könnte man diskutieren, ob du vielleicht dann Jürgen Wölfs auf Platz 1, einfach weil sie am Ende Meister geworden sind mit den Umständen. Aber zum Trainer sein gehört meiner Meinung nach auch mehr als Ergebnisse. Und deswegen finde ich, wie du schon gesagt hast, Thorsten Schulz da auf Platz 1. Runner-ups haben wir die zwei Spielertrainer Jan Liebschner und mich, Erik Nestler, auf Platz 6 und auf Platz 7. Dann Anton Rogoff auf Platz 8 von Jena. Finde ich auch einen sehr guten Trainer, vor allem, weil Jena meiner Meinung nach auch besser in der Tabelle am Ende war, als ich sie tatsächlich eingeschätzt habe. Und da kann man ihm wahrscheinlich sehr, sehr viel zuschreiben. Jan Liebscher, der schon Ewigkeiten als Spielertrainer in Marktredwitz das macht und ich weiß es selber, wie schwer das als Spielertrainer ist, finde ich auch zu Recht auf Platz 6. Die sind Dritter geworden, wahrscheinlich auch einer der unterschätzteren Trainer. Man muss aber auch sagen, dass Marktredwitz einen ordentlichen Heimvorteil hat und dass es schon auch viel ausmacht, aber es soll die Leistung nicht schmälern, die sie da die Saison gebracht haben. Finde ich auch, dass auch Spielertrainer, dass man da nicht unterschätzen darf, wie schlimm da oder wie anstrengend da die Doppelbelastung ist, dass du ja beides mit einem bekommen musst. Deswegen finde ich, ist das auch ein Punkt, der einen zu einem deutlich besseren Trainer macht, wenn man Spielertrainer gut hinbekommt. Finde ich ein guter Abschluss. Das war's mit den Ranking-Videos. Wir haben alle Positionen einmal durch. Schaut ihr euch gerne an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst uns doch in den Kommentaren wissen,
Welche Halle fandet ihr am geilsten? Auch von Videos, von irgendwas, falls ihr selber in der Halle wart. Die Insider unter euch, lasst uns den wirklich besten Trainer rausfinden. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die gesamte Videoserie hat euch gefallen und vor allem dieses Video. Danke auch Luis dir fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Ciao, ciao.